Willkommen zurück zu einem weiteren Shiny-Pokémon-Video von mir und dieses Mal habe ich einen Shiny-Libiscus nach nur 5 Encountern. Das Ding kam nach einer Kette von 5. Das ist heftig. Das ging ultra schnell. Und ja, immerhin, ich meine, dafür liebe ich Libiscus. Ich bin ja eh so der Meinung, Libiscus kriegt zu viel Hate ab. Für das, was es eigentlich ist. Ich meine, Leute, übertreibt doch nicht so. Mein Gott, es sieht halt aus wie eine Marmolida-Entwicklung, aber ansonsten. Es sieht halt aus wie die Vorentwicklung von Marmolida, aber. Ja, gut. Was will man machen? Ich finde das Pokémon voll okay. So wie es ist. Ich mag Libiscus eigentlich. Ja, eventuell könnte man es so machen, dass es vielleicht mal aussieht wie. Oder halt. Keine Ahnung. Dass Libiscus sich zu Marmolida entwickelt, indem man, keine Ahnung, viel Zeit mit Libiscus verbringt. Also, dass es einen mag. Und dann Level Up und dann entwickelt es sich. Aber ansonsten, ich mag Libiscus. Ich finde, es kriegt sehr viel Hate ab eigentlich dafür, dass es keine Entwicklung hat. Ich meine, Porenta hat auch keine Entwicklung. Und bei denen bedauern die Leute es halt. Aber bei Libiscus irgendwie ist das ein bisschen. Keine Ahnung, ein bisschen übertrieben. Manchmal. Also ich habe mehr Hate zu Libiscus gesehen als Hate zu, wie heißt das Ding? Porenta oder irgendwelche anderen Einzelevolutionen, die keine Weiterentwicklung haben. Halt Einzelpokémon, die keine Weiterentwicklung haben. Naja, was will man machen? So, jetzt bitte noch schnell was angeln. Perfekt. Bitte nicht noch ein Libiscus. Also zwei Shiny Libiscus, das wäre heftig. Und da ist das Shiny Libiscus. Und ja, ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.